Liebe Schwestern, liebe Brüder, Adrienne von Speyer, die uns in den vergangenen Wochen beim Annehmen des Johannesevangeliums, des Wortes Jesu, zuweilen geholfen hat, äußert zu diesem Evangelium eine sehr grundsätzliche Beobachtung. Natürlich ist dieses Evangelium sehr aufgeladen, aber ich finde es bemerkenswert, wie grundsätzlich diese Beobachtung ist, weil sie für die heutige Zeit mir so wichtig erscheint, da wir nach dem Weg der Kirche suchen, Pläne erstellen, Beschlüsse fassen. Sie schreibt Folgendes: Der Herr setzt einem vorläufigen Zustand ein Ende, indem der Herr das Gespräch mit Petrus beginnt. Dieses Gespräch hat den Charakter der künftigen Gespräche des Herrn mit seinen amtlichen Vertretern. Es wird nicht von der Kirche heraufbeschworen, sondern vom Herrn angefangen. In jedem Gespräch mit ihm hat der Herr das erste Wort. Er, der ein Gebet beantwortet, der erscheint, der sich vernehmen lässt, der einem Liebenden einen Auftrag erteilt und ihn so an seine Stelle treten lässt. Die Kirche wird hineingezogen in Gespräche, die der Herr in ihrer Mitte führt. Und damit ein solches Gespräch wirklich den Charakter des Kirchlichen gewinnt und ihn nicht wieder verliert, muss der Ursprung immer beim Herrn liegen. Die Kirche kann keine Frage an den Herrn vom Zaun reißen. Sie ist immer die Befragte und sie muss sich äußern zu den Fragen des Herrn. Wenn etwas zum Thema einer öffentlichen Diskussion in der Kirche wird, dann darum, weil der Herr sich irgendwo manifestiert hat. Er ist es, der das Problem aufgeworfen hat. Man kann wohl in der Kirche eine Frage aufwerfen, aber nur, indem man zugleich bezeugt und nachweist, dass diese Frage im Sinn des Herrn gestellt sei. Andererseits kann keiner mit dem Anspruch auftreten, mit dem Herrn ein privates Gespräch über kirchliche Fragen führen zu müssen, wenn er nicht bereits den Auftrag des Herrn dazu hat. Und der Auftrag wird dann immer ein kirchlicher Auftrag sein. Die Kirche als Ganze steht unter der Führung des Herrn. Die Persönlichkeit in ihr soll erhalten bleiben, aber niemals außerhalb des kirchlichen Auftrags, den sie verwaltet. Die Lebendigkeit der Kirche und auch die Lebendigkeit ihrer Probleme stammt primär vom Herrn und nur ganz nebenbei vom Einzelnen, der vielleicht durch die Mittelmäßigkeit der Kirche beunruhigt ist. Kein Einzelner darf seine persönlichen Fragen und Probleme zum Blickfang der Kirche und ihrer eventuellen Erneuerung machen. Auch die brennendsten Zeitfragen können nicht der eigentliche Ausgangspunkt der Fragestellung für die Kirche sein, sondern nur die Frage des Herrn.